Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Assassin's Creed Valhalla. Ja, ich habe mir eine Quest rausgesucht, besser gesagt eine ganze Questreihe nehme ich mal an, und zwar ein Biest aus der Unterwelt. Finde Wulfilda und sprich mit ihr. Das habe ich deswegen gemacht. Ich war mir ehrlich gesagt erst nicht so hundertprozentig sicher, weil sich beides so richtig toll anhört. Aber hier geht es um die Legende von Beowulf. Und da mich der geheimnisvolle Berserker, also der Weg des Berserkers, sehr, sehr stark reizt, habe ich gedacht, ich nehme erstmal die Legende von Beowulf, weil die vielleicht hoffentlich nicht ganz so lange dauert. So, jetzt muss ich mal eben schauen. Ich sollte jetzt hier eigentlich direkt am Zielort sein. Ich steige schon mal ab. Ich weiß ja nicht, ob die mir alle so... Gut, was passiert denn da hinten? Ah, Moment, das ist unser Ziel, so wie es aussieht. Proviant ist voll, sehr schön. Plünderer haben unser Vieh gemeuchelt. Es waren keine Dänen. Das war der Teufel oder was stand da gerade? Wir wissen, dass es die Dänen sind. Es sind immer die Dänen. Lasst sie Wehrgeld für die Toten zahlen, die jetzt auf unseren Feldern liegen. Sei doch vernünftig. Was hätten die Dänen davon, arme Bauern abzuschlachten? Seht! Da ist so ein Dänenabschaum! Fragen wir doch nach! Du hast meine beste Milchkuh zerfleischt, du Untier! Ich habe deine Herde nicht angerührt. Die Narren macht es nur schlimmer. Ich block die ganze Zeit, aber kann ich ja gar nicht blocken. Diese Sachsen kämpfen wie tolle Hunde, um die Ihren zu schützen. Kann ich ihnen nicht verübeln. Danke, dass du dich zurückgehalten hast, Fremde. Wie ist dein Name? Eivor, vom Rabenclan in Mercia. Wulfilda, Äbtissin von Berechingum und Erforscherin der Mysterien. Ich frage mich, ob wir aus demselben Grund hier sind. Ja, um des Teufels Werk zu erblicken. Doch warum sollten sich Dänen von flussaufwärts darum scheren, was sächsischen Bauern zustößt? Wenn ein tollwütiger Wolf oder Bär Jagd macht, werde ich ihn erlegen. Sonst gibt man die Schuld für diese Gräueltaten wieder den meinen. Wohlan, Eivor vom Rabenclan. Sieh dir die Opfer an und sage mir, welche Art Bestie dafür verantwortlich ist. Okay. Ich könnte mit den toten Kühen beginnen. Ja, könntest du. Oder wir können es auch sein lassen, so wie die aussehen. Bissspuren, doch von keinem Tier, das mir bekannt ist. Und der Kadaver ist mit seltsamem Moder bedeckt, obwohl die Wunden frisch sind. Okay. Du da! Was stieß diesem armen Tier zu? Dänen stießen ihm zu. Wie kannst du sicher sein? Es war Hrothgars Kriegsbande. Sie hausen in dieser alten Kirche und bringen uns nur Schrecken und Leid. Dänen töten für Fleisch oder um den Göttern zu opfern. Milchkühe zählen nicht gerade zu ihren Zielen. Wie können die es wagen, einfach die Stimme von meiner Seherin, also unserer Seherin, okay, für so eine sächsische Blut. Frau zu nehmen. Und es ist noch frisch. Wohin führt die Spur? Ja, das untersuchen wir direkt. Aber wie kommt die Kuh da oben hin? Es wird mir aber nicht angezeigt. Ich denke, ich soll mit dir nochmal reden. Ein Jötun war es. Ich hab's gesehen. Er war groß und haarig und wankte Ach, da durch oben. Das Moor. Es gibt keine Riesen. Das war der Teufel, der seinen Zehnten eintrieb. Hallo. Mädel, du bist ein Assassine. Oder zumindest sowas ähnliches. Du wirst, sag mal, du wirst ja wohl noch da hochkommen, wenn die Kinder da schon hochkommen. Hallo, sprich doch mal mit denen. Ihr seid ja tapfer.
dass ihr euch so nah herantraut. Ich hab's gesehen. Drengar wirklich. In der Nacht, als es geschah. Alles. Was hast du gesehen? Ein Wolf? Ein Bären? Ein tollwütigen Hund vielleicht? Ein Jötun war es. Er war so groß wie ein Baum und er lachte, während er das Tier zerriss. Er hat seinen Namen geschrien. Grendel. Was zur Hölle ist ein Jötun? Ja, die Frage ist jetzt, die hat hier gesagt, es gibt Blutspuren. Ach so, oder kann ich die noch untersuchen hier oben? Ah, okay. Bei den Göttern. Welch Ungeheuer schleuderte das arme Tier dort hoch in sein Verderben? Welches Tier hinterlässt denn einen feucht glänzenden Moder auf seiner Beute? Dennoch gab diese Frau einem Hrothgar und seiner Dänenbande die Schuld. Ist das das Werk von Menschen? Wer es auch war, hatte genug Kraft, um einen zerfleischten Tierkadaver auf ein Dach zu bringen. Aber das kleine Mädchen sagte, das Wesen wäre ein Riese und hätte sich selbst Grendel genannt. Dies könnte das Werk einer Bande betrunkener Dänen sein. Oder etwas weitaus Schlimmeres. Ich sollte diese Hinweise mit Wulfhilda besprechen. Ja, solltest du. Irgendwie habe ich so das Gefühl, ich hätte die andere Quest annehmen sollen. Wulfhilda, ich habe alles, was ich konnte, von den Dorfbewohnern in Erfahrung gebracht und den toten Tieren. Und wie liest du dieses Mysterium? Glaubst du immer noch, es wäre ein Wolf oder Bär? Das ist nicht das Werk eines Waldtieres. Die Bissspuren, der Moder, sehr seltsam. Dann siehst du es auch als Werk des Teufels. Oder ist einer eurer Holzdrachen zum Leben erwacht? Ein paar zerfleischte Tiere beweisen weder Teufel noch Drachen. Es muss ein Mensch sein. Oder mehrere. Das Mädchen erwähnte einen Grendel. Nein, keine sterbliche Hand könnte Fleisch auf diese Art zerreißen. Das erkennst du sicher auch. Ich sah, was Menschenhände anrichten können. Blutiger als das hier. Und diese Menschen durchstreifen die Nacht und töten dabei das Vieh. Ich gebe zu, das kann ich nicht erklären. 3-mal fanden diese Angriffe statt. Jedes Mal Bissspuren, gebrochene Knochen und dieser seltsame Moder. Etwas Böses geht den Erstengler um. Einige Tiere wurden in den Wäldern im Nordosten angegriffen. Gehen wir. Hier entlang. Vielleicht gibt es Spuren. Okay. Es sollte da oben in den Bäumen sein. Kannst du es riechen? Ach so, die kommen hier hinterher. Das ist gut. Tod und dem Bösen. Ja, den Geruch kenne ich nur zu gut. Kadaver und Tod. Der Geruch von Loki. Mhm. Der hätte auf jeden Fall die Kraft, das Ganze so hinzuschleudern. Seid so Arschlöcher. Warum müssen wir immer die ganzen süßen Wölfe töten? Oh, da wird einer angegriffen. Heilige, rettet mich! Der Blutgeruch hat ein hungriges Wolfsrudel angelockt. Heiliger Geist! Wo ist er? Hallo? Wolf? Da hinten. Wölfchen, komm her. Bevor wir aber mit ihr sprechen, wir haben ja eben noch Punkte bekommen. Ich glaube nämlich, ich hatte... Ne, das war hier oben drüber, oder? Genau, ich konnte nämlich Adrenalin freischalten. Nehmen wir den auch direkt mit. So, perfekt. Wenn wir nämlich was Größerem begegnen sollten, wäre das, glaube ich, ganz gut.
Moment, warum hast du jetzt einen weißen Punkt? Ach so, wegen dem Plündern. Hm. Haben die Wölfe dich gebissen? Nein, ich bin wohl auf. Danke. Ich hab dich falsch eingeschätzt. Kein Problem. Aber sag mir, was geschehen ist. Diese Biester waren auf der Suche nach frischem Fleisch. Ich meinte, warum du wieder hier draußen bei dem toten Vieh bist. Ich suche nach meiner besten Milchkuh. Sie ist verschwunden. Hast du sie gefunden? Nein, aber eine dänische Axt. Sie gehört Hrothgar, dem Anführer der Kriegsbande. Weißt du sicher, dass das seine Axt ist? Ja, er fuchtelte damit im Dorf herum und verlangte Ale. Ich werde mit Hrothgar und seiner Kriegsbande sprechen. Diese Frau ist sicher, dass eine Bande Krieger für diese Gräuel verantwortlich ist. Andere Spuren haben wir nicht. Ich weiß, welche Männer sie meint. Sie halten sich in der Kirche nahe des Brisleer-Gehöfts auf. Ich bring dich hin. Komm. Ihr Anführer Hrothgar ist ein guter Mann für einen Heiden. Der tötet nicht grundlos Vieh. Du hast wunderliche Ansichten, Wulfhilda. Und einen ungewöhnlich offenen Geist. Dasselbe könnte ich von dir sagen. Die meisten Heiden würden Zauberei oder Monster verantwortlich machen. Doch du suchst nach einem weltlichen Grund. Ich habe viele seltsame Dinge gesehen. Aber die Antworten sind oft naheliegend, wenn auch versteckt. Wohl wahr. Doch in diesem Fall hat die Kirche mich mit der Erklärung des Unerklärlichen betraut. Das führt manchmal zu unchristlichen Gedanken. Und deine Kirche nimmt diese unchristlichen Gedanken hin? Sie dulden sie. Luzifer ist ein Täuscher. Und Gottes Wege sind unergründlich. Also muss auch ich allen Möglichkeiten offen gegenüberstehen. Ob weltlich oder anderweltlich. Und deshalb duldest du eine Heidin wie mich? Vielleicht. Oder aber wir alle, Heiden und Christen, befinden uns im Angesicht eines größeren Mysteriums. Oh je. Was ist denn da passiert? Das sieht mir aber nicht sehr nach. Wegen einem Viech aus. Alles niedergebrannt. Die sind offensichtlich überrannt worden. Komm, lauf mal ein bisschen schneller. Wir haben noch keine Zeit. Etwas stimmt nicht, Ava. Nee, echt? Hrothgars Männer sind raue Gesellen. Hier ist es viel zu ruhig. Bleib zurück, Priesterin. Das ist Kriegshandwerk. Da lebt irgendwo noch einer. Hrothgar und seine Leute, sie waren immer gut zu mir. Hab Acht, Wulfhilda. Ihr Mörder könnte noch hier sein. Ihr Anführer Hrothgar. Ich sehe ihn nicht unter den Toten. Ich werde ihn finden. Erstmal muss ich plündern. Frischer Moder. Wie bei den Kühen auf den Feldern. Das Landvolk sagt, es sei das Teufelsmehl. Was sagst du, Eivor? Ich sage, finden wir den Moder, dann finden wir den Mörder. Jemand kroch in den Dachspeicher oder zog eine Leiche hinauf. Da oben ist auf jeden Fall jemand. Kann ich da so hoch? Ich gucke erstmal hier unten. Hier sind wir nicht reingekommen, meine ich doch. So, die Frage ist, wie komme ich jetzt da hoch? Weil mit einfachen Springen wird das wahrscheinlich nicht klappen. Dieselben Male wie zuvor. Bissspuren, zerfleischt. Dies sind keine Waffenwunden. Welcher Dämon vermag so viele wohlbewaffnete Krieger zu erschlagen? Du sollst... Nee, hallo! Wenn ich nach links zeige, dann will ich, dass du nach links gehst. Soll ich da jetzt hochkommen? Oder kann ich das Ding eventuell abschießen da oben? Okay, so geht's auch. Hm.
Du zurück, sag ich. Ich kann... So, sorry. Ich musste leider mal kurz unterbrechen, weil, wie man wahrscheinlich auf der Aufnahme auch hört, hat es hier gerade geklingelt. Ja, unsere Nachbarn haben mal eben was geliefert bekommen. Keiner wusste Bescheid. Und ich war wieder die Dumme, die natürlich aufmachen musste, weil ich eigentlich selber noch was erwarte. Bist du Rodgar, der Anführer dieser Krieger? Der bin ich. Plünderer aus Finnmark und stolz darauf. Solange ich es noch kann. Ich bringe schlechte Kunde. Deine Krieger sind tot. Dieses Blutbad. Wer oder was war das? Das Ungeheuer. Es tötete uns und lachte dabei. Es lachte. Es zerbrach meine Axt und schlitzte mich auf. Ich kroch hier hoch, um zu sterben. Was war's? Konntest du es sehen? Ein mieser Jötun, ein Nachtwandler vom Weltenrand. Er sprach, nannte sich Grendel, sagte, es würde wiederkehren. Gut, wir werden ihn erwarten, du und ich. Ich nicht. Meine Wunden sind zu schwer und mein Huger will aufbrechen. Schick sie zu Hel. Für mich. Flieg du mit den Schlachtjungfern, mein Freund. Ich werde mich um diesen Grendel kümmern. Was er auch sein mag. Warte, Kriegerin. Es waren zwei. Oh je. Wir verstecken uns besser, um den Dämon nicht zu verscheuchen. Wir warten hier oben, bis er sich wieder zeigt. Ruh dich aus, Kriegerin. Ich werde betend Wache halten. Wollen wir ihn, Tim, besiegen? Urfelder, ruhig. Da ist jemand. Wo denn? Wachen spielen. Wachen spielen. Nicht spielen? Spielen. Jetzt spielen. Spielen. Hallo? Wachen spielen. Wachen spielen. Nur spielen. Du machst Grendel weh. Mama, ich will nach Hause. Bei allem, was heilig und hell ist, was für eine Art Monster ist dieses Ding? Kein Monster. Ein Mensch. Seltsam anzusehen. Doch dieser Grendel ist wahr. Ein Mann. Aber wo kam er her? Alle Männer haben Mütter. Dieser rief am Ende nach der seinen. Und alle von uns, selbst die hässlichsten, haben eine Seele. O Herr, vergib diesem Mann seine Sünden. Und gewähre ihm deine Gnade und ewige Liebe. Moder, überall. Bleib hier, Wolfhilder. Ich folge dieser Spur. Also ganz ehrlich, ich hätte jetzt nicht gedacht, dass ich den jetzt so schnell erledigt bekomme. Grendel muss diesem Moder hierher gefolgt sein. Aber von wo? Ja, das wissen wir nicht, aber wir werden mal kurz, bevor es weitergeht, mal schauen, weil das mit dem Gift ist ja doch gar nicht mal so schlecht. Fertigkeitsschaden und Schleichen. Dann nehmen wir natürlich
Oder Fernkampf. Fähigkeiten. Ja, Fähigkeiten Schaden wäre natürlich nicht schlecht. Ne? Es gilt wahrscheinlich für alles. Es gilt wahrscheinlich nicht nur für diese Art hier. Ich werde mal kurz zwischenspeichern. Grindel hat eine Moderspur hinterlassen. Da. Die Spur führt nach Südwesten. Mhm. Nein, nicht da drüber laufen. Mehr Moder. Ich bin auf dem richtigen Weg. Ja, ja, das ist klar. War das ein Hirschgeweih? Die Quelle des Moders muss nah sein. Was ist das? Achso, Knochen. Okay. Oh, Moment. Wir hätten aber mal eben neue Pfeile mitnehmen können. Weil wir haben ja eben auch welche verschossen. Wahrscheinlich bei diesem Lager. Mhm. Okay. Die Moderspur führt in diese Grube. Ob ich da so runterspringen möchte, weiß ich aber noch nicht. Ach so, hier war ein Misthaufen. Na toll. Das hätte ich vielleicht vorher wissen sollen. So, schauen wir mal eben mit der Fackel. Ich konnte zwar jetzt so nichts sehen. Ah, hier geht es aber trotzdem nochmal weiter. Und hier habe ich gerade auch eine Giftspur gesehen. Dann gehen wir erstmal kurz hier gucken. Also ich nehme an, dass das Gift sein soll. Nein, falsche Taste. Dieser Gestank. Uah. Okay. Das soll Gestank sein. Das ist gar kein Gift, so wie es aussieht. Da kann man auch noch weiter. Diese Frau spricht von ihrem Kind, Grendel. Ein grausames Schicksal, das die Nornier hier woben. Altes Tagebuch. Mein Junge. Mein lieber kleiner Grindel, meine Augen erblicken nichts als ein winziges, hilfloses Ding. Seiner Gestalt mag nichts gleichen, doch mein Herz fühlt überwältigende Liebe, wie die Liebe Gottes. Ich darf ihn nicht enttäuschen. Sie sagen, er wird nicht lange leben, doch werde ich alles für meinen Kleinen tun. Mein Grindel. Sollen wir jetzt hier oben weiter oder sollen wir unten weiter? Hallo, kannst du einfach mal nach rechts gehen? Ja, kein Thema. Bloß nicht genau zielen. Gleich, wenn ich wieder auskomme, tata, ich bin einmal im Kreis. Lauer toll verfluchtes Verderben.
Es ist eklig zu gucken. Zerfleddertes Tagebuch. Mein Grendel wächst trotz aller Widrigkeiten heran. Unser Dorf, andere Kinder, sein eigener Körper. Meine Liebe und die Gnade Gottes sind alles, was er braucht. Er wird den Rest hinter sich lassen. Er braucht ihre verängstigten Blicke, ihre fiesen Hänseleien, ihre bösen Drohungen nicht. Das waren Schlangen. Ich dachte gerade, sie wollte mich direkt angreifen. Okay. Muffiges Tagebuch. Es obliegt nur Gott, über Grendels Sünden zu urteilen. Mein einfacher Junge erkennt seine eigene Stärke nicht. Vergib ihm, Herr, denn er weiß nicht, was er tut. Meine Pflicht ist es, ihm ein gutes Leben zu geben. Und das werde ich. Ich liebe ihn so sehr. Mein lieber kleiner Junge. Mein Grendel. Ich sollte vielleicht doch lieber eine Fackel nehmen. Ja, das dachte ich mir nämlich schon. Mein Kopf taumelt von Fieberträumen. Was ist hier los? Grendel! Grendel! Bist du das? Antworte! Ja, das Gebiet ist verflucht. Ein Schlüssel. Wie passend. Aber was nützt er ohne ein Schloss? Da ist ein Schloss. Die Frage ist nur... Wo ist der Fluch und wie kann ich ihn beseitigen? War der eventuell oben? Wir gehen... Ach, Moment, da ist... wir gehen erstmal zu dieser komischen... Obwohl, naja, wenn ich erstmal den Fluch beseitige... Ich weiß ja nicht, ob die mich jetzt angreift gleich. Aber da hinten komme ich komplett raus. Oder? Also ich springe... Nein. Ich springe hier mal rüber. Ich weiß nicht, ob da oben was ist. Hallo. Also wenn, dann müssen wir auf jeden Fall nach oben. Allerdings scheint... der Fluch hier nicht zu wirken. Kann man hier nichts machen? Ich würde das gerne verschieben. Seltsam. Dann gucken wir auf jeden Fall erstmal nach ihr. Das macht mich hier total kirre gerade. Das ist der Mutter. Er
Er schickt mir Bilder. Du riechst wie mein Sohn. Meines Sohnes Blut. Moment. Und wo ist er? Wo ist mein... Mann, nein! Och, werf doch diese scheiß Fackel weg. Zwing mich nicht dazu! Mann! Ach so! Welch böser Seder ist das? Du, die Frau vom Gehöft. Du hast über die Dänen gelogen. Um meinen Jungen zu beschützen. Er wollte niemanden verletzen. Aber die anderen konnten das nicht sehen. Sein Körper wuchs immer weiter, doch sein Verstand nicht. Er war mein Junge, mein lieber, kleiner, Grendel. Na, toll. Wohlfelder muss die Wahrheit erfahren. Das hätte man jetzt aber auch anders schreiben können. Da stand so schön, finde die Ursache für den Fluch und besiege ihn. Natürlich denkt man dann daran, man sollte vielleicht erstmal die Ursache finden und sich dann darum kümmern. Ach, das war jetzt hier die Ecke, oder was? Na toll. Und sich dann darum kümmern, ja, was es mit der Frau auf sich hat. Aber das war dann wohl ein Fehler. So, jetzt muss ich erstmal gucken. Wie komme ich denn hier wieder hoch und wo komme ich überhaupt hin? Nein, du sollst einfach nur hochgehen. Ist das zu viel verlangt? So. Da bin ich runtergegangen. Da bin ich auf die andere Seite gegangen. Das hört sich aber trotzdem immer noch so komisch an hier. Aber ich gehe mal davon aus, ich soll hier rausgehen. Das weiße Heft des Schwertes von Rüdderch Hel. Alleine verrotte ich in Tintenschwärze. Das Ende des Schattenirrgartens in der Hand eines Wohlgeborenen glitzere ich mit zügellosem Feuer. Okay. Wo bin ich hier? Das ist eine gute Frage. Aber ich habe mir schon gedacht, dass hier irgendwas kommen wird. Ein Opal. Ah, sehr schön. Nein, jetzt sag mir nicht, das ist nicht euer Ernst. Na, immerhin etwas. Okay, da können wir noch mal die Tür öffnen, aber wir können sie natürlich auch zerschlagen. Nein, da war noch was. Komm. So, ich scheine doch ein bisschen weiter weg zu sein von meinem Ziel. Ja, genau.
Äbtissin. Eivor, du lebst noch. Bitte, erzähl mir alles. Ich habe ein Monster getötet, das ein Mensch war. Dann fand ich seine Mutter und tötete auch sie. Seine Mutter? Sie griff mich im Dunkeln an und ich wehrte mich. Doch es war keine Heldentat. Diese armen Seelen. Ich werde heute Abend im Kloster Beretschingum für sie beten. Du brichst bereits auf? Ich muss. Der Bischof wünscht einen umfassenden Bericht über die Bestie von Estengla. Aber lass meinen Namen daraus. Ich will nicht, dass man sich meiner dafür erinnert. Ich verstehe. Vielleicht wäre es als Lied besser. In meiner Jugend versuchte ich mich als Dichterin. Es mag an der Zeit sein, mich darauf zu besinnen. Doch welche Geschichte soll ich schreiben? Die volle Wahrheit wäre nur schwer zu verdauen. Etwas Tröstendes über Helden und Ungeheuer. Denn die Wahrheit, die knochenkalte, ganze Wahrheit, ist oft schwer zu ertragen. Sie sticht wie ein kalter Nordwind im Nacken. Gott rettet uns alle, Eivor. Ich verabschiede mich nun. Doch werde ich dir schreiben, sobald mein Gedicht fertig ist. Leb wohl. Danke und pass auf dich auf, Wulfhilda. Mach eine gute Geschichte daraus. Ja, wie das Schicksal es muss. Unser Schicksal war es nun mal, diesen Jungen in Anführungszeichen, ja, umzubringen. So tun. Da hier immer noch steht, empfohlene Stärke 90, lasse ich das jetzt erstmal noch mit Asgard und werde mich erstmal hier noch den weiteren Quests zuwenden. Und ja, dann sehen wir uns mit dem geheimnisvollen Berserker in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Ciao.